Hallo Freunde. Ein Test vom Generator mit neuen Regler. Der gleiche Versuchsaufbau wie gestern, wie es im Auto angeschlossen ist. Die Lampe symbolisiert hier die Batterieleuchte im Auto. Das ist eine Rasenmäherbatterie. Ich weiß, dass sie, ihr seht, 12,45 Volt hat. Ich werde jetzt den Generator antreiben mit Hilfe einer Bohrmaschine. Wenn die Lampe ausgeht, spüre ich einen Widerstand. Die Lampe ist aus. Ah, das Kabel ist ab. Ich habe jetzt keine Last dran. Das Kabel ist abgegangen. Ja, über 14,17 geht er nicht rüber. Jetzt ist er bei 13,7, 13,67. Ihr seht das ja. Was meint ihr? Ist das in Ordnung? Ist das heil? Ja, gib mir ein paar Tipps.